Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Sie wissen schon, Frühling lässt sein blaues Band und so weiter. Deswegen versuche ich heute mal, die Arbeit mit dem Sonntagsspaziergang zu verbinden. Sie wollen aber wahrscheinlich nicht wissen, wie schön es hier in Trier heute in der Sonne ist, sondern Sie schauen dieses Video an, weil Sie entweder wissen wollen, wie Sie selber in der Klausur abgeschnitten haben oder wie man an eine Exegese im Rahmen einer Prüfungsarbeit herangeht. Darum geht es nämlich heute. Es geht darum, anhand der Klausur, die ich gestellt habe letzte Woche, zu besprechen, wie man so eine Exegese schreibt, beziehungsweise wie Sie mit dem Text hätten umgehen sollen. Die Einzelheiten werde ich Ihnen vom heimischen Schreibtisch erzählen, da brauche ich auch meinen Text zu. Aber zwei gute Ratschläge fürs Allgemeine kann ich hier schon mal formulieren. Der erste und allerwichtigste: Schreiben Sie nie in Ihrem Leben, nirgends, in keiner Arbeit, einen Satz, den Sie selber nicht verstehen. Das stand schon als Motto über der Besprechung der letzten Klausur und das gilt auch dieses Mal wieder. Nicht verstandene oder halb verstandene Dinge wiedergeben aus meinen Videos, aus meinen Unterlagen oder sonst woher hilft nicht weiter. Und zweitens, nicht ganz so wichtig, aber mir auch ein Anliegen, lassen Sie das dämliche Juristenunwort vorliegend weg aus allen Texten, die Sie in Ihrem Leben schreiben. Wenn Sie mir versprechen, diese guten Ratschläge zu beherzigen, dann können wir uns dem Text der Klausur zugrunde legen. C 6 23 12. Die Kaiser Diokletian und Maximian und ihre Unterkaiser an Matronia. Wenn einer von den sieben Zeugen fehlte oder wenn nicht alle Zeugen in Gegenwart des Testamentsverfassers an demselben Ort mit ihrem eigenen oder einem fremden Siegelring gesiegelt haben, soll es dem Testament an Rechtswirksamkeit mangeln. Was aber die Stellen betrifft, die nach deiner Behauptung gelöscht oder überschrieben wurden, so gehört dies nicht zur rechtlich vorgeschriebenen Form, sondern es muss die Zuverlässigkeit der Urkunde untersucht werden, damit sich zeigt, ob die Stellen nach dem Willen des Testamentsverfassers verbessert werden sollten oder ob sie von einem anderen unüberlegterweise gelöscht wurden oder ob es sich um die Tat eines Fälschers handelt, unterschrieben in Philippopolis, heute Plovdiv, am Vortag der Nonen des Juli unter dem Konsulat der beiden Kaiser. Das ist der 6. Juli 293. Sie sehen, da habe ich das Datum gegenüber dem Klausurtext korrigiert. Da war ein Fehler drin, der aber für die Bewertung und die Interpretation der Stelle wohl kaum eine Rolle gespielt haben dürfte. Wenn wir eine Exegese schreiben, wie Sie das in der Klausur tun sollten, steht an erster Stelle nach einem kurzen Einleitungssatz, der hier zum Beispiel heißen könnte: In der Quelle geht es um Fragen der Formwirksamkeit eines Testaments und der Auswirkungen von nachträglichen Veränderungen des Testamentstextes. Nach einem solchen Einleitungssatz sind Sie zunächst gefragt nach dem historischen Hintergrund der Quelle. Darauf bezogen sich ja auch die zunächst gestellten Leitfragen. Was können wir also über den historischen Hintergrund sagen? Es war von Ihnen nicht verlangt, dass Sie dazu umfangreiche Forschungen anstellen, sondern Ihre Schlüsse ziehen aus dem, was der Klausurtext selber hergibt. Und der enthält interessante Informationen zunächst in der Inskription, also gewissermaßen in diesem Fall in der Herkunfts- und Absenderangabe. Danach wissen wir, dass geschrieben haben die Kaiser Diokletian und Maximian, die werden dort namentlich genannt, und ihre Unterkaiser, so habe ich in der deutschen Übersetzung formuliert. Und aus dem Schluss der Urkunde, der sogenannten Subskription, entnehmen Sie zusätzlich, dass wir uns im Jahr 293 und dort eben am Vortag der Nonen des Juli befinden. Mit der Angabe 293 wissen wir zunächst mal, in welche Epoche das Ganze gehört. Sie erinnern sich, dass wir über die Epocheneinteilung der Rechtsgeschichte und der Verfassungsgeschichte gesprochen haben, die in diesem Punkt etwas abweichen. Für die Rechtsgeschichte ist zentral, dass die juristische Klassik, das goldene Zeitalter der römischen Rechtswissenschaft, schon im ersten Drittel des 3. Jahrhunderts nach Christus endet, gegen spätestens 235 nach Christus, also in etwa nach dem ersten Drittel des 3. Jahrhunderts.
Die Zeit, die dann folgt, ist die Zeit der sogenannten Soldatenkaiser. Die rechnet man nicht mehr zur juristischen Klassik, aber verfassungsgeschichtlich noch zum Prinzipat. Die zweite Phase der römischen Kaiserzeit, die spätantike Phase, bezeichnet man oft als Dominat. Ich hatte Ihnen darüber berichtet, dass das in der Forschung nicht ganz unumstritten ist, aber als Schlagwort hätte das hier genügt. Also wir befinden uns verfassungsgeschichtlich gesehen im Dominat. Rechtsgeschichtlich, was die Epochengliederung der römischen Rechtsentwicklung, der Rechtswissenschaft angeht, in der Nachklassik. Und wir sehen an dieser Absenderangabe Diokletian und Maximian mit ihren Unterkaisern, dass wir uns im Zeitalter der Tetrarchie befinden. Das war ja eine relativ kurzlebige Einrichtung der Verfassung, dass die Regierungsgewalt aufgeteilt wurde zwischen zwei Oberkaisern, Augusti, die jeweils eine Reichshälfte zur Verwaltung hatten, Ost und West, und zwei Unterkaisern, die jeweils einem der Oberkaiser an die Seite gestellt waren, als künftiger Nachfolger und auch einen eigenen Bezirk in der jeweiligen Reichshälfte verwalteten. Und hier sehen wir sehr deutlich, es gibt die zwei Oberkaiser, bei denen spielt die Musik, die werden namentlich genannt, aber es werden eben auch ihre Unterkaiser, die sogenannten Caesares oder Caesares, mitgenannt. Und das ist charakteristisch für diese Epoche. Danach war ja auch in einer der Leitfragen gefragt, das konnte man hier im Rahmen der historischen Einleitung erwähnen. Weiter können wir noch etwas zum Anlass der kaiserlichen Äußerung sagen. Das ist in keiner Arbeit, so viel ich sehe, richtig gesagt worden. Die kaiserliche Äußerung, diese sogenannte Konstitution, ist konkret ein Reskript. Sie ist an eine Auskunft in einem Einzelfall, die an eine Privatperson gerichtet ist, eine Frau namens Matronia. Da die keinerlei Titel trägt und eben auch weiblich ist und öffentliche Ämter in der Regel Männern vorbehalten waren, können wir davon ausgehen, es ist eine private Prozesspartei, die vom Kaiser eine Auskunft erbittet zur Rechtslage. Die Kaiser beziehen sich dann auch im Text auf die Behauptungen der Matronia. Sie beurteilen den Fall also so, wie Matronia ihn darstellt. Da sie vermutlich Prozesspartei ist, ist nicht sicher, dass das auch der Wahrheit entspricht, und darauf weisen die Kaiser vorsichtigerweise hin. Also, wir haben an sich den Bescheid der kaiserlichen Kanzlei in einem Einzelfall, eine Auskunft an eine Privatperson. Das konnte man einholen, solche Auskünfte, die waren dann für den Prozess, für den Richter verbindlich. Erst dadurch, dass dieser Text dann als Präzedenzfall behandelt wurde, bekommt er den Charakter eines Gesetzes für die Zukunft. Zementiert ist dieser Charakter als Regelung auch für die Zukunft dadurch, dass dieses Reskript in den Codex Justinians aufgenommen wurde, also in die Sammlung der kaiserlichen Gesetzgebung aus dem Jahr 534 nach Christus. Das hätte zum Hintergrund schon gereicht. Manche haben noch weiter ausgeholt. Wichtiger ist in der Exegese die korrekte Wiedergabe des konkreten juristischen Inhalts. Und da geht es eigentlich um zwei Punkte, die nacheinander abgehandelt werden in den beiden Abschnitten des Textes, im sogenannten Principium und in Paragraph 1. Und es geht offenbar darum, dass Matronia als Prozesspartei gerne ein Testament für unwirksam erklärt haben würde und dazu mehrere Einwände geltend macht. Zunächst mal geht es um die Form. Was genau da Matronia gesagt hat, ist nicht so ganz klar. Es geht offenbar nicht alleine um die Anzahl der Zeugen, sondern auch noch um die Frage, wann und wie die siegeln müssen. Und dann geht es im zweiten Abschnitt darum, dass Matronia geltend macht. Ausdrücklich sagen die Kaiser, nach deiner Behauptung, im Testament gäbe es irgendwelche nachträglichen Textveränderungen. Schauen wir uns zunächst mal die Siegelung durch sieben Zeugen an. Eine Leitfrage war darauf gerichtet, wie sich diese Siebenzahl erklärt. Nun, da das eine rechtsgeschichtliche Vorlesung ist, natürlich aus der Rechtsgeschichte, aus der älteren Geschichte des römischen Testamentsrechts. Sie erinnern sich, das ordentliche Testament der klassischen Zeit ist das sogenannte Manzipationstestament oder Testamentum per aes et libram.
das sich schon in der frühen Zeit entwickelt hat und dass eben die Übereignung des gesamten Vermögens an einen Treuhänder vorsieht, ursprünglich an den Familie Emthor, der dann nach den Aufträgen des Erblassers das Vermögen weiterverteilt, weil da das gesamte Vermögen übereignet wird in Form der sogenannten Manzipation oder Mancipatio, brauchen wir wie für jede Manzipation 5 Zeugen, 5 männliche, geschlechtsreife römische Bürger, die die Sache bezeugen. Und außerdem wird für dieses Ritual ein Waaghalter benötigt. Das Ritual ist ja eine Art symbolischer Verkauf der jeweils übertragenen Sache oder des übertragenen Rechts hier, also des gesamten Vermögens. Und da wird ein symbolischer Kaufpreis gewogen. Das alles ist in dem Video Recht und Ritual aus dem Sommersemester näher erklärt. Für uns reicht es, wir brauchen diesen Libripens, den Waaghalter, und außerdem brauchen wir ja den Treuhänder, der das Vermögen übernimmt. Insgesamt also 7 Personen. In der Klassik hatte das Ritual längst seinen Sinn verloren. Insbesondere hatte der Familie Emptor, der Treuhänder, keine wirkliche Aufgabe mehr, denn im Testament wurde ein Erbe eingesetzt. In diesen Weisungen, die dabei verkündet wurden, wurde jetzt ein Erbe eingesetzt, sodass gar nicht mehr der Treuhänder die Aufgabe hatte, das Vermögen weiterzuverteilen, sondern schon durch Wirksamwerden des Testaments bekam ein Erbe das ganze Vermögen und der hatte dann auch die Aufgabe, Vermächtnisse auszuführen. Damit hatte das Ritual eigentlich jeden Sinn verloren. Es war nur noch äußere Form für eben die Einsetzung von Erben, die typischerweise in schriftlichen Äußerungen des Erblassers angeordnet wurde, die bei diesem Ritual hochgehalten und auf die verwiesen wurde. Damit hatte sich das Ganze grundsätzlich verändert. Die Personen, die dabei waren, hatten keine besondere Aufgabe mehr, auch nicht der Familie Emptor und der Waaghalter. Und deswegen wurden sie nun auch wie Zeugen behandelt. Und der Prätor, Sie erinnern sich, trug dem Rechnung, indem er sagte, mir kommt es eigentlich nicht darauf an, ob das Brimborium, das Ritual stattgefunden hat, sondern nur darauf, ob mir ein von 7 Personen gesiegeltes Testament, ein sogenanntes 7-Zeugen-Testament, vorgelegt wird. Also die 2, die ursprünglich eine Funktion hatten in diesem Ritual, sind jetzt einfach weitere Formpersonen. Das Ritual ist sinnentleert, solange es noch stattfindet und den Prätor interessiert nur, ob 7 Leute dabei waren und die schriftliche Testamentsurkunde, die hervorgegangen ist aus diesen Anweisungen des Erblassers an den Treuhänder, gesiegelt haben. Und irgendwann hat man dann auch, weil es niemanden interessierte, das Ritual wohl gar nicht mehr vollzogen. In dieser Ausgangslage ergeht jetzt unser Reskript und es geht darum, was ist nun zu beachten bei einem solchen Testament. Nun, zunächst mal, dass es wirklich 7 Zeugen sein müssen, dass die Kaiser darauf hinweisen müssen, liegt vielleicht daran, dass es in der Nachklassik, als man von den klassischen Rechtssätzen noch weniger verstand, diese ganze Entwicklung nicht mehr überblickt hat. Man hat sich daran erinnert, dass das Testament nach dem alten Zivilrecht, jus civile, mal 5 Zeugen für das Manzipationsritual brauchte, hat nicht mehr gesehen, wie man von 5 zu 7 kam und offenbar gab es dann eine Zeit lang nebeneinander Testamente, die mit nur 5 Zeugen errichtet wurden, obwohl sie auch nicht viel zu tun gehabt haben, vermutlich mit dem alten Manzipationstestament, und solche mit 7. Und die Kaiser sagen nun, wenn wir ein Testament haben, wo es auf kein Ritual mehr ankommt, sondern auf die Anzahl der Zeugen, dann verlangen wir 7, so stand es schon im Edikt des Prätors in der klassischen Zeit. Offenbar geht es aber nicht nur um die Frage, wie viele Zeugen es sein müssen, sondern Matronia hat auch Bedenken über deren Verhalten. Sie meint, die seien nicht permanent anwesend gewesen, denn die Kaiser weisen auch darauf hin, damit das Ganze in Ordnung ist, müssen die Zeugen in Gegenwart des Erblassers und am selben Ort unterschrieben haben. Es geht also nicht, das Testament erstmal anzufertigen und dann verschiedenen Zeugen vorzuzeigen, die dann nacheinander siegeln an verschiedenen Orten oder die das tun, ohne dass der Erblasser noch dabei ist. Damit wird eine gewisse Anforderung an das Verfahren der Testamentserrichtung formuliert. Es reicht also nun doch nicht einfach nur eine Urkunde mit 7 Siegeln vorzuweisen, wenn ein Interessent wie hier Matronia, die gerne das Testament unwirksam hätte, nachweisen kann, dass die Zeugen gar nicht alle zusammen gesiegelt haben oder dergleichen, dann könnte das das Testament zu Fall bringen. Man spricht in dem Zusammenhang auch vom Erfordernis der Unitas Actus. Das Ganze muss in einem Verfahren, in einem Zeitpunkt geschehen. Da müssen eben alle Zeugen vor dem
Erblasser siegeln. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Matronia macht auch geltend, das Testament ist deswegen verdächtig, weil da sich Ausstreichungen oder Korrekturen, Überschreibungen finden. Was genau da passiert ist und wie das aussieht, weiß ich nicht, sicherlich genauso wie hier rechts, denn das Ganze ist in Wachstäfelchen eingeritzt, also nicht mehrfarbig. Ich habe hier versucht, mal die schlecht leserliche römische Korrentschrift nachzuahmen. Also vielleicht hat jemand statt Titius Heres Esto, das ist das, was da unten steht, Maevius Heres Esto geschrieben, also den Namen des Erben ausgetauscht oder zumindest den Namen eines Erben ausgestrichen. Um sowas könnte es sich handeln. Und die Kaiser sagen dazu zunächst mal, das ist kein Formproblem. Also die Tatsache, dass da etwas verändert worden ist, wann auch immer, von wem auch immer, macht das Testament prinzipiell nicht formunwirksam, wenn es ursprünglich in Ordnung war. Sondern die Frage, die sich stellt, ist natürlich, ist der Text, so wie wir ihn jetzt lesen können, vom Willen des Erblassers getragen oder hat jemand vielleicht das, was der Erblasser formgerecht erklärt hatte, im Nachhinein verfälscht? Nur darum kann es hier gehen. Und damit liegt das Problem auf einer ganz anderen Ebene als die Frage, wie viele Zeugen es sein müssen und wann die anwesend sein müssen. Und dazu äußern sich die Kaiser nun nicht abschließen, sondern sagen, da muss der Sachverhalt weiter ermittelt werden. Man könnte sagen, da wird zurückverwiesen an das erstinstanzliche Gericht oder der Richter bekommt gesagt, was er zu tun hat. Nur nebenher, es handelt sich hier tatsächlich um eine Instruktion, die auf Betreiben der Matronia an den Richter gegeben wird. Das ist aber etwas anderes als die Klageformeln des klassischen Rechts. Es ist eben eine Auskunft der kaiserlichen Kanzlei, keine Anweisung des Gerichtsmagistrats im Rahmen des Formularprozesses. Das ist in einer Arbeit vermengt worden, das ist so nicht richtig. Was geschieht nun und was hat das für Folgen? Das ist die Frage, die bei der Bearbeitung die meisten Schwierigkeiten gemacht hat, wo der Text auch in der Tat nicht so ganz klar ist. Der Kaiser befiehlt oder die Kaiser befehlen hier, man muss feststellen, hat der Erblasser selbst diese Änderungen vorgenommen oder zumindest veranlasst. Das ist gemeint, wenn gesagt wird, man muss feststellen, ob das die Tafeln nach Meinung des Erblassers eine Verbesserung verdienten. Es ist dabei zu beachten, das römische Testament muss nicht eigenhändig geschrieben sein. Es reicht also, wenn der Erblasser das anordnet. Und davon muss unterschieden werden der Fall, dass ein Dritter entweder einfach nur versehentlich oder vielleicht in der Meinung, er täte das, was der Erblasser will, das verändert hat oder sogar, dass eine absichtliche Fälschung vorliegt. Ob das Ganze eigentlich Verfälschungen betrifft oder Veränderungen, nachdem das Testament geschrieben wurde, aber bevor es von den Zeugen gesiegelt wurde oder vielleicht nachdem es schon besiegelt war, wird nicht näher erläutert und ist ein bisschen unklar. Vielleicht kommt es darauf gar nicht so sehr an. Überlegen wir uns zuerst mal, was überhaupt die Folgen sind. Auch dazu sagen die Kaiser ja nichts, was eigentlich die Folgen sind, je nach Ergebnis. Manche haben nun gemeint, wenn der Erblasser selbst etwas verändert hat, dann bleibe das Testament wirksam. Das ist etwas unscharf. Richtig ist zunächst mal, Veränderungen durch den Erblasser selbst müssen beachtlich sein oder müssen jedenfalls eher etwas am Inhalt des Testaments ändern können als Veränderungen von Dritten. Das bedeutet, wenn der Erblasser sein Testament durchstreicht, wird man das als Widerruf sehen können. Das ist eigentlich logisch, ist auch anderweitig belegt, aber ich denke, das hätte man sich auch denken können. Wenn der Erblasser selbst etwas ändert, kann das, zumindest wenn es eine bloße Ausstreichung ist, als Widerruf beachtlich sein. Wenn Dritte etwas verändern, dann kann das eigentlich prinzipiell nichts ändern, denn Dritte dürfen ja nicht den Willen des Erblassers verfälschen können. Und insbesondere dafür kommt es wahrscheinlich nicht darauf an, ob das nun Änderungen sind vor der Siegelung oder hinterher. Wenn also ein Dritter dem Erblasser etwas unterschiebt, wenn beispielsweise der Schreiber, der die Aufgabe hat, das Testament zu schreiben, da etwas hineinschreibt, was der Erblasser nicht wollte, dann ist das wohl unwirksam, weil nicht vom Willen des Erblassers getragen. Und erst recht, wenn hinterher jemand das Testament verfälscht, sei es vorsätzlich, sei es auch nur fahrlässig, wird das nichts am schon wirksam erklärten Willen des Erblassers ändern können. Dann bleibt es also bei dem, was der Erblasser wollte.
wie es ist, wenn der Erblasser selber das Testament, das formwirksam besiegelt wurde, nachträglich verändert. Das ist unklar. Wenn er also etwas Neues hineinschreibt, zum Beispiel nicht nur Titius als Erben ausstreicht und damit seine Verfügung widerruft, sondern zusätzlich den Maevius einsetzt, ob das wirksam geht, das ist sehr zweifelhaft. Man wird wohl annehmen müssen, dass er dafür erneut Zeugen beiziehen müsste. Dazu äußert sich unser Text nicht näher. Zumindest einzelne Interpreten haben gemeint, man könnte sogar als Erblasser die Veränderung eines wirksam errichteten Testaments noch veranlassen. Das scheint mir aber sehr zweifelhaft. Ja, zum Schluss war verlangt, dass Sie zum heutigen Recht etwas schreiben, weil ich nicht erwarte, dass Sie alle modernes Erbrecht können. Hatte ich dazu einen Hinweis gegeben auf 2255 BGB. Man kann aber zunächst mal feststellen, und das konnten doch die meisten auch wissen, dass das moderne Recht prinzipiell kein Testament vor Zeugen mehr kennt und sich insofern auch Fragen der Art, wie sie da bestehen, nicht so leicht stellen können. Zumindest die Frage, wann die Zeugen anwesend sein müssen und dergleichen nicht. Einige Arbeiten haben aber schönerweise gesehen, dass es ja sogenannte Nottestamente gibt nach 2249 und 2250 BGB, wo tatsächlich Zeugen anwesend sein müssen. Dann stellen sich auch vergleichbare Fragen. Und dazu können Sie zum Beispiel nachlesen, wie das Kammergericht Berlin das 1957 gesehen hat. Da ist auch fraglich, ob so ein Drei-Zeugen-Testament wirksam sein kann, wenn die Zeugen nicht durchgängig anwesend sind bei der Testamentserrichtung. Da stellen sich also ähnliche Fragen wie für die Römer bei der sogenannten Unitas Actus. Hingewiesen hatte ich Sie auf 2255 BGB, das betrifft den zweiten Teil des Quelltextes, also die Veränderung. 2255 BGB betrifft nun nur nachträgliche Veränderungen der Testamentsurkunde, also nicht etwa die Möglichkeit, dass bevor das Testament abgeschlossen wird, wirksam, noch was geändert wird. Wenn ich ein eigenhändiges Testament schreibe, kann ich natürlich jederzeit mich korrigieren, bevor ich meine Unterschrift drunter setze. Wenn das Testament fertig ist und dann noch etwas verändert wird, dann sagt 2255, das kann ein Widerruf sein des gesamten Testaments oder auch einzelner Verfügungen, wenn eben der Erblasser die in einer Weise ausgestrichen oder verändert hat, die auf einen Widerrufswillen schließen lassen. Die interessante Frage ist dabei auch nach modernem Recht, wenn wir solche Veränderungen sehen, wer hat sie denn vorgenommen? 2255 Satz 2 sagt, wenn sie vom Erblasser stammen, dann wird vermutet, dass er das mit dem Willen getan hat, das Testament zu widerrufen. Das bedeutet, der Widerruf des Testaments erfordert zweierlei, nämlich einerseits die Veränderung der Urkunde, andererseits den Willen dazu. Den Willen des Erblassers kann man nicht ohne weiteres feststellen. Der wird vermutet, wenn feststeht, dass er selber die Veränderung vorgenommen hat. Das heißt aber, wenn wir eine Testamentsurkunde finden mit irgendwelchen Veränderungen, dann ist es eigentlich genau wie im römischen Recht. Wir müssen erstmal feststellen, von wem stammen die? Vom Erblasser oder von Dritten? Wenn sie von Dritten stammen, können sie am Willen des Erblassers von vornherein nichts ändern. Dann gilt also auch nach deutschem Recht das Testament sofort, wie es der Erblasser mal geschrieben hatte, wenn man denn in irgendeiner Weise den ursprünglichen Inhalt rekonstruieren kann. Wenn der Erblasser sein Testament verändert, kann er es widerrufen. Er kann keine neue Verfügung treffen. Also nach deutschem Recht wäre eindeutig, wenn der Erblasser den Namen seines eingesetzten Erben ausschreibt, Titius soll nicht mehr Erbe sein, ist das ein Widerruf. Wenn er darüber schreibt, Maevius soll Erbe sein, muss er wieder eigenhändig unterschreiben und die Form des 2247 BGB beachten. Tut er das nicht, ist diese neue Erbeinsetzung unwirksam. Für alle, die nochmal bündig die Antworten auf die Leitfragen brauchen, habe ich das nochmal auf zwei Folien zusammengefasst. Sie sollten das ja nicht je für sich beantworten, sondern in einem zusammenhängenden Text. Es ist auch alles schon zur Sprache gekommen, deswegen nur nochmal ganz kurz. In welcher Epoche der römischen Rechtsgeschichte und der Verfassungsentwicklung entstand die Quelle? In der Nachklassik und im Dominat. In welcher Sammlung ist die Quelle überliefert? Im Codex Justinians von 534 nach Christus. Was lässt sich aus den Einleitungsworten über die römische Verfassung zur Zeit der Entstehung entnehmen? Daraus lässt sich entnehmen, dass wir in der Zeit der Tetrarchie uns befinden, weil eben der Hinweis auf die Caesaris da ist.
Aus welchem Anlass äußern sich die Kaiser? Sie äußern sich auf die Anfrage der Matronia, einer Privatperson. Warum müssen gerade 7 Zeugen ein Testament siegeln? Da sollten Sie auf die historische Entwicklung eingehen und auf das Vorbild des Emanzipationstestaments mit 5 Zeugen und 2 zusätzlichen Formpersonen. Welche Rechtsfragen werden behandelt? Wie werden sie gelöst? Es geht, wie gesehen, um die Zahl der Zeugen, um die Frage, wie sie ihr Siegel anbringen müssen vor dem Erblasser und am gleichen Ort und um die Frage, wie mit Textveränderungen umgegangen wird. Es kommt entscheidend darauf an, ob sie vom Erblasser stammen. Bezüge zum heutigen Recht bestehen einerseits in der Frage, ob überhaupt Zeugen zum Testament hinzugezogen werden, normalerweise nicht nur bei den Nottestamenten. Und dann, was die Frage der von Veränderungen angeht, haben wir den 2255, der bei nachträglichen Veränderungen entscheidend darauf abstellt, ob sie vom Erblasser selber stammen. Dann können sie als Widerruf gewertet werden. Ja, damit sind wir am Ende dieser Klausurbesprechung und damit auch des allerletzten Videos zu dieser Vorlesung. Wenn Sie diesen Kanal aus Interesse verfolgen, werden Sie demnächst eine Ankündigung finden, wie es weitergeht mit Videos, zu welchem Thema es im Sommersemester weitergeht. Allen, die diese Vorlesung gehört haben und vielleicht den Schein erwerben wollten, danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Die Klausurmitschreiber werden über Ihr Ergebnis per E-Mail informiert. Vielen Dank.